So, hier haben wir irgendwelche, ich habe keine Ahnung, irgendwelche Rohre. Ja. Oh, das Gesicht ist total verschwommen, Hauptsache die Brüste kann man noch gut erkennen. Ja, es war ein Zitat. Oh, ich wollte ja nur gucken, was hier abgeht. Okay, wir haben hier Dunkelheit und bei dem anderen Rohre. So, was will das Spiel, wo ich jetzt lang gehe? Naja, überall halt, ne? Aber willst du jetzt da reingehen? Oh, wir haben doch mal eine Notiz von ihm selbst. Lilis Geburtsanzeige. In Liebe, was? In Liebe begrüßen wir Lili Linz. Ja. Geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006, um 9.56 Uhr, ja, 3,31 Kilo, 35,5 Zentimeter, ja, wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Mira, ja, okay, spannend. Ich hab ja immer mal wieder eine Vermutung gehabt, was denn hier ungefähr abgeht, aber ich bin mir ja immer noch nicht zu 100% sicher, was jetzt hier abgeht. Es könnte gut sein, also es kann vieles gut sein. Also es geht auf jeden Fall um ihn. Da bin ich mir 100.000% sicher, dass es um ihn geht. Und diese ganzen Gestalten, die hier rumlaufen, ne? Diese ganzen Vollidioten, die existieren alle in der Realität gar nicht. Sondern die hat er sich alle nur ausgedacht. Die Frage ist natürlich, warum? Wie jetzt? Ich darf da wahrscheinlich nicht reinlaufen, ne? Diese Quicktime-Events. Und lila Dampf. Okay. Spritze. War es wahrscheinlich dafür, dass ich da mal reinlaufe oder so. Die scheiß Tür auf, Junge! Weißt du, so eine massive, schwere, mit Eisen umwandelte Tür. Also die tritt da einfach auf, ne, natürlich. Ganz klar. Ja, geil. Wollt ihr mich alle verarschen, oder was? Was ist das denn? Okay, die sterben auch mit Kopfschützen an, offensichtlich. Ich weiß noch nicht, ob die nachwachsen. Deswegen anzünden! Und die Frage ist, will ich da rein? Nicht unbedingt, würde ich sagen, ne? Geht, Digga! Okay, gutes Indiz. Kann ich die einfach so anzünden? Nee, ne? Ich will dich gar nicht bekämpfen. Solange du da. Was? Ich hab mich gerade voll verjagt wegen dem lauten Geräusch. Was war das denn? Was? Okay, ich muss definitiv hinne machen. Alter, wo hat denn der jetzt einen Dingspunkt gesetzt? Ja, ach, ja. Okay. Ich will den eigentlich gar nicht befreien, ne? Ich wüsste nicht mal warum. Oh, egal. Hat er sich da halt eingesperrt. Bin auch Ritze, mach die scheiß Tür auf hier. Ja. Voll. So, ja, Räumchen. Benutzen wir hier mal die Steintafel. Passt. Ja. Als wäre es gewollt, Junge. Übrigens das Bild, ne? Das Bild entspricht der Steintafel gar nicht. Also, naja. Ja. Also, ich
wahrscheinlich aussuchen, was er da reindrückt. Naja. Aber so ist die Realität halt, ne? Ja, ich drücke mal die falsche Taste weg. Die Tür auf. So, das können wir ja schon. Please. Ja, ja, entspannt. Dass er sich immer noch erschreckt, ne? Ja, okay, das Licht ist relativ hell und so. Aber, ja gut, da war irgendeine, also wenn er runterfällt wahrscheinlich, dann löst er da anscheinend irgendwas aus. Das heißt, wir sorgen jetzt mal dafür, dass das nicht der Fall ist. So. Ja, Spitze kann ich nicht mitnehmen. Ist voll. Voll. Tür? Tür? Ja, so ist das. Ja, war gut. Was, Junge? Na. Ich dachte, da kommt irgendwer. Anscheinend nicht. Verbrennen. Ja, von mir aus. Oh ja, ist jetzt vollgebracht. Mach dieses Ding auf! Scheiße. Ja, ist das vollgebracht. Was? Wer sieht mich denn hier? So, hier kommen angeblich irgendwelche spitzen Gegner. Ah, da sieht man ganz dezent. Aber auch nicht wirklich. So, ich bin ja mal gespannt. Okay. Hä, wo war denn da ein Knopf? Oder es hat, wo er da runtergefallen ist, das ausgelöst? Keine Ahnung. Was weiß ich denn? Irgendwas war es halt. Okay, das soll mich höchstwahrscheinlich darauf hinweisen, dass hier überall Fallen. Hier geht es anscheinend weiter. Ah, hier ist auch noch mal eine Falle. So, ich muss E drücken. Ja, da war ich zu übereifrig, tut mir leid. Ich krieg diese Bomben auch nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wie das Timing da sein muss. Okay, was geht hier ab? Ja, geil. Okay. Was ist das für ein rotes Licht? Ach, eine Bombe. Ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich raff das nicht. Geh in Plan. Nimm das mit, Mann. Achso, das ist eine Granate. Oh, könnte ich übrigens auch mal ab und zu machen. Naja. So, was ist denn da? Muss ich da hin? Außer wegen den Glibber? Ich will das irgendwie ungern. Eigentlich will ich da nicht hin. Was? Aha. Oh, ich verbrenne den lieber, dann nehme ich noch einen Kopf.
Wehe. Na, geht doch. Ich habe nämlich erst gedacht, dass da jetzt ein Typ oben auftaucht und mir jetzt alles wegsemmelt. Aber offensichtlich nicht. Ist aber gut. Ja. So, was geht jetzt? Hier ab! Okay. Irgendwas in irgendein Safe? Vielleicht auch ein Hinweis auf irgendwas? Was geht hier ab? Ja, komm, Junge. Junge, keine Zeit. Alle. Komm schon. Fertig? Wow. Hätte ich mir ja gar nicht beeilen müssen. Okay, der Typ, das war eine Anspielung auf irgendwas, und zwar, dass der Typ halt ein Lebewesen ist. Im Safe. Also sein Kopf ist im Safe, natürlich. Ja, ganz klar. Und ich bräuchte mal wieder ein bisschen Schrotflintenmuni. Wäre mal ganz lustig eigentlich. So, jetzt kriege ich da hinten nochmal hin. Hier ist irgendwas Großes. Also großer Gang, meine ich. Muss ja irgendwas sein. Dann später. So, und er hat mir die Scheiße da oben zugemacht. Weil... Weiß ich nicht. Achso, ich soll da oben wieder... Was? Nein. Ich soll da wahrscheinlich runterspringen, ne? Weil ich komme wahrscheinlich... Also das ist unmöglich, dass ich da die Tür aufkriege. Von unten. Obwohl da ein Ventil ist. Das ist fast unmöglich eigentlich. Nee, das wird nix. Tja. Tja, Leute, ich habe keine Ahnung. Ja, wir müssen wahrscheinlich noch irgendwie gegen den kämpfen. Das heißt, Kopfschüsse wird sowieso nichts, weil sein Kopf ja eingebunden ist. Und eingeschlossen ist. Also der Safe ist eingebunden und, ja. Kontrollpunkt. Okay. Weil? Ja, das mit den Kartenfragmenten, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn verfolgt. Ich habe übrigens nichts gesehen mit der Funzel. Das ist ein bisschen paradox, aber... Ach so, kann ich... Ja, egal. So, E drücken und den richtigen Zeitpunkt. Jetzt! Boah. Da war auch knapp da. Ich darf hier, glaube ich, nicht so viel rennen. Also laufen, gehen. Walken. Wieder eine Bombe. Die kündigen sich ja zum Glück an. Mit dem Licht. Aber wieso ist hier ein Kontrollpunkt? Okay,
Spitzen. Da ist auch nochmal ein Gang. Ich gehe aber zum Bombe erstmal. Totenschädel. Ja. Ist okay. Finde ich eigentlich ganz geil. Von der Grafik her. Also ich finde jetzt Totenschädel nicht geil, aber... Boah. Oh, jetzt krieg ich's aber hin, ne? Ja, ich will jetzt nicht den Tag von dem Abend loben. Aber... Ja. Mach ich halt. So, hier könnte theoretisch auch nochmal ein Kartenfragment sein, weil ich muss mich da jetzt auch ein bisschen umschauen und gucken, ob hier irgendwas rumliegen könnte, Kartenfragment technisch, weil man die sieht man ja nicht hier bei den ganzen Bröckeln. Also, ich weiß nicht, wie viele Kartenfragmente man überhaupt allgemein braucht. Und ich weiß auch nicht, wie viele Level es gibt, also wie Kapitel es gibt. Ich habe keine Ahnung. Wieder mehrfach E. Oh. Kann ich das abbrechen? Schade. Weil dann würde ich das einfach mittendrin abbrechen. Das wäre gut. Ist wieder Ventil. Halt! Was ist das denn für eine Kacke? Und hier ist Blut. Was hat das eigentlich auszusagen? Diese Bluttröpfelchen. Tröpfchen. Das hat ja auch irgendeinen Sinn, ne? Oder nicht? Oder nicht? Kann man die einsammeln? Das war jetzt aber ziemlich offensichtlich, der Scheiß. Ich könnte mir übrigens mal eine Spritze reinhauen. Einfach so. Warum nicht? Oh, sogar eine zweite. Weil, warum nicht? So. Ganz vorsichtig. Und das ist nur ein Gang, ne? Vielleicht kann ich ja... Kann ich mir das... Suchen. Du hast nur noch ein Bein, ne? Du auch, und du, und du. Ah! Was war das denn? Sound war auf immer weg. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass mir die Beine vielleicht weggemetzelt werden. Die auszusperren. Ich nehme jetzt alles als... Oh, was ist denn? Da liegt ziemlich viel Zeug rum, aber ich komme da nicht ran. Also auch die Leichen meine ich. Also die Leichen, ja, ich habe natürlich nur die Leichen gemeint. Ja, ja. Okay, Feuer. Hier ist irgendwas. Also Monsterartiges. Man sieht ja wieder den... War ich hier nicht? Nur auf der anderen Seite. Jetzt ist er weg. Das wollte ich mal ausprobieren. Anscheinend kann man nicht schneller auf den Treppen rumlaufen. Ich gucke ab und zu mal nach unten, weil Mikrofon. Okay, Bolzen. Ist aber voll. Vielleicht ist das ein Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Aber dafür nehme ich dann Eis. Explosion, ne? Ja. Nicht gut. Ja.
Ach, nächste Steintafel.